Okay. Einmal Can, herzlichen Glückwunsch zum Sieg und zum Weiterkommen. Wie fällt das Fazit nach dieser Partie aus, die in der ersten Halbzeit gar nicht so einfach war? Ja, auf jeden Fall sind wir glücklich, dass wir gewonnen haben, dass wir Erster geworden sind in der Gruppe und dass wir hier in Sochi stehen dürfen. Ja, aber trotzdem wissen wir, dass wir die erste Halbzeit vor allem heute nicht gut gespielt haben. Es war einfach nicht unser Spiel. Man hat gemerkt, man hat ein bisschen vielleicht auch schwere Beine gehabt. Es war ein bisschen schwül heute und wir sind einfach nicht ins Spiel reingekommen. Und wir haben es nicht gut gemacht. Aber zweite Halbzeit war es schon besser. Und ich glaube aber, wenn man die zweite Halbzeit sieht, ist es schon verdient, dass wir 3-1 auch gewonnen haben. Ja. Was habt ihr denn umgestellt in der zweiten Halbzeit? Was habt ihr euch in der Kabine gesagt, damit es so viel besser läuft dann? Ja, ich glaube, wir haben besser nach vorne gespielt und wir standen auch defensiv besser. Wir waren aggressiver und wir haben auch, glaube ich, mehr Zweikämpfe gewonnen und das war in der ersten Halbzeit nicht der Fall. Jetzt geht es gegen Mexiko. Minimalziel, denke ich, ist erreicht oder das Etappenziel. Könnt ihr jetzt mit ganz befreit Richtung Finale aufspielen? Klar, unser Ziel ist, wenn wir jetzt schon im Halbfinale stehen, im Finale und wir werden auch auf den Sieg spielen und werden alles geben und dann werden wir sehen, was passiert. Dann viel Glück dafür. Dankeschön. Danke.